Hallo liebe Leute, guten Abend. Ich bin der Tobi Slottmann aus der Alten Säge. Wir sind hier quasi in der Säge daheim, bei meinem Bruder zu Hause. So heißt unser Shop auch, Säge daheim. Wir haben tolle Produkte für euch vorbereitet, die ihr kinderleicht, schnell, problemlos zu Hause auch zubereiten könnt, ohne viel Aufwand, ohne viel Zeitaufwand. Ihr habt Zeit für eure Gäste. Und wir haben für euch gekocht und ich zeige euch heute Abend, wie ihr es schafft, in ganz kurzer Zeit diese Produkte aufzufressen, heiß zu machen, dass ihr ein tolles Ergebnis zu Hause habt für eure Gäste. So, vorbereitet haben wir sehr viele Zutaten, sehr viele Produkte, die sind im Internet einsehbar, in der Shopkarte Alte Säge daheim. Keine Scheu, einfach reinschauen. Wir haben eine Auswahl davon heute zu Hause. Und zwar diese Wertenknödel, da werden wir heute was zaubern daraus. Wir haben ein eingekochtes Ratatouille in Kombination mit unseren hausgemachten Gnocchis. Da werden wir was machen und ein Rotkohl, Ochsenbacken im Vakuum, in der Soße schon vakuumiert. Ganz easy, kinderleicht erwärmen und die Gäste freuen lassen. Ähnlich verhält sich es mit dem Kalbsbraten. Auch wie ihr seht in der Soße schön, der ist schon zart, alles ist schon gewürzt, ihr braucht keine Gewürze. Ihr werdet es nachher sehen, wir werden nur erhitzen. So, wir legen los. Kalbsbraten, Ochsenbacke. Beides im gleichen Verfahren. Ich habe schon was vorbereitet. Ich habe einen Topf mit Wasser. Ungewürzt, da braucht ihr überhaupt keine Energie verschwenden, Salz rein oder so, ist im Vakuumbeutel. Ich lege jetzt beides ein. Ins kochende Wasser. Jetzt schalte ich schön runter auf kleine Stufe. Ich mache jetzt hier mal kocht bei 5 auf 3 oder 2 runter und den Deckel wieder drauf. Das lassen wir jetzt einfach mal schön 10-15 Minuten in Ruhe. In der Zeit machen wir etwas anderes, die Zeit nutzen wir. Hinweis: Wir haben zu den meisten Gerichten, die ihr bei uns kaufen könnt, auch ganze Ente im Vakuumbeutel, die Bratengeschichte, die wir heute machen, die Gläsergeschichte, eine kurze Anleitung entwickelt, dass ihr auf der sicheren Seite seid, es schafft daheim das Produkt einfach vollkommen schön richtig heiß zu machen, dass es auch zum Genuss wird. Also keine Scheu, wenn ihr Produkte von uns bestellt, wir haben eine Step-by-Step-Anleitung dabei. Ich zeige euch heute noch mal ein bisschen live, wie es geht. Auch wenn ihr Produkte bestellt, die nicht jetzt heute Abend behandelt werden, keine Angst, wir lassen euch da nicht allein. So, wir haben die Bratengeschichte mitsamt der Soße im heißen Wasser. Jetzt in der Wartezeit, bis schonend unser Braten samt Soße erwärmt wird, werden wir unser schönes Apfelrotkohl erwärmen. Ich habe hier einen Topf, der ist noch kalt. Da machen wir jetzt ein bisschen Hitze drauf. Habt ihr das Ploppen gehört? Ist wunderbar einkocht für euch. Werden wir jetzt auf niedriger Temperatur schön langsam das Apfelrotkohl erwärmen. Ihr braucht keine Flüssigkeit zugeben, keine Gewürze zugeben. Wir haben für euch gekocht. Ihr schaut es nur daheim, dass es schön schonend heiß bekommt. Wir schauen, dass wir möglichst viel Angriffsfläche haben. Jetzt im Topf mit wenig Temperatur streiche ich das Rotkohl ein und das lassen wir jetzt einfach ein paar Minuten sich erhitzen. Gelegentlich umrühren, nicht vergessen, das ist wichtig. Ansonsten kann da gar nichts passieren. Wenn man jetzt damit zu viel Hitze rangeht, setzt Rotkohl sehr schnell an. Da muss man ein bisschen Obacht geben. Wer es wirklich schnell braucht, Deckel drauf, dann geht es noch ein paar Minuten schneller. Jetzt machen wir die nächste Beilage. Serviettenknödel zum Beispiel. Könnt ihr euch so vorstellen, wir haben das vorbereitet, ist gegart, in der Stange vakuumiert. Jetzt geben wir einer weiteren Pfanne noch ein bisschen Hitze, ruhig ein bisschen zunder, das ist überhaupt kein Problem. Jetzt warten wir, bis die ein bisschen Temperatur bekommt und in der Zeit entscheiden wir uns, wie wir den Knödel schneiden möchten. Wir machen Scheiben,
wenn ihr die Stange im Wasserbad erwärmt, im Ganzen, so wie es ist, bevor ich es auspackt habe, einfach zum Braten mit dazulegen, dann habt ihr keine Röstaromen drauf und einen schönen Serviettenknödel. Wer das lieber mag, der ist dann schön fluffig. Wir werden sie ein bisschen anrösten, haben wir schöne Röstaromen. Und das passt sehr gut dann zum Braten mit der Soße und dem Rotkohl. So, gelegentlich umrühren, habe ich vorher gesagt. Das läuft dann am Rand, brennt es am leichtesten an. Da ist große Temperatur, je nach Ofen und Herd natürlich. Aber immer vom Rand runter streichen in der Mitte und wieder ein bisschen glatt streichen. Dann kriegt ihr nach und nach Temperatur ins Produkt. Die Pfanne ist mittlerweile heiß. Von der Bio-Schaukäserei in Wittelsbach haben wir wunderbare Butter am Start. Ihr könnt auch jede andere Butter nehmen oder Olivenöl. So, die Pfanne ist schön heiß. Lassen wir die Butter kurz anschmelzen. Und dann geben wir unsere schönen Serviettenknödel einfach in die heiße Pfanne. Also wie gesagt, die Produkte sind alle entgewürzt. Nach Slotmann-Geschmack schmecken die Produkte. Ihr müsst es nur, oder ihr dürft es, oder ihr solltet es nur erhitzen und seid auf der sicheren Seite. So, Serviettenknödel brutzeln, Blaukraut wächst langsam vor sich hin. Braten immer noch auf der sicheren Seite. Wir haben jetzt circa 6-8 Minuten rum. Ich bin der Meinung, so 10-15 Minuten sollte Ochsenbacke, Kalbsbraten, was wir heute machen, vor sich hin schlummern. Die Roulade ein paar Minuten länger. Und da braucht ihr auch keine Scheu haben. Ich tue wieder gelegentlich umrühren. Genau das ist jetzt. Die Roulade etwas länger, dass ihr auf der sicheren Seite seid, dass sie auch bis zum Kern dann heiß ist. Aber da braucht ihr auch keine Angst haben, da kann nichts passieren. Die wird allerhöchstens noch zarter. So. Jetzt habe ich das vierte Mal gelegentlich umgerührt. Ich sage mal alle 2, 3, 4 Minuten. Ihr seht, es ist nichts angesetzt, nichts angebrannt, gar nichts. Ich habe auf Halbgas Stufe 6 von 12. Es ist schon soweit. Es ist heiß. Ihr könnt es jetzt zur Seite stellen. Es ist ruckzuck wieder heiß. Rotkohl hat die Eigenschaft, Hitze sehr gut zu speichern. Ich mache das jetzt auch, bis wir soweit sind mit Braten und Co. Ich stelle es einfach zur Seite. Das ist nachher relativ viel Hitze, ständiges Rühren. Innerhalb von 2 Minuten wieder Bombe heiß. Könnt ihr servieren. Jetzt sind die Serviettenknödel. Es knistert, es brutzelt. Ich merke schon, die bekommen Farbe. Ich drehe mal eins um. Seht ihr das? Schön golden. Wunderbar. Auch schon fertig. Ihr seht, wie einfach das geht. Diese Hitze auf dieser Pfanne reicht jetzt aus. Ich nehme das zur Seite. Ich kann das ausschalten. Wenn wir in ein paar Minuten servieren möchten, das reicht aus. Die haben schön Farbe. Die nehmen unten nochmal Farbe an. Schön den Buttergeschmack, es verbrennt uns nichts, es ist kinderleicht, die Pfanne ist easy ausgräben, sofort wieder sauber. Jetzt haben wir nochmal eine Pfanne, jetzt sind wir mutig, jetzt haben wir Bratensoße, Blaukraut und Serviettenknödel. Jetzt machen wir noch ein drittes, jetzt machen wir noch Gnocchi mit einem schönen Ratatouille. Die könnt ihr entweder aufkochen, die könnt ihr entweder mit zum Braten schmeißen oder in ein kochendes Wasser und kurz aufstoßen lassen oder einfach kalt, so wie wir es jetzt machen. Ich mache den Beutel auf. Ich schaue jetzt, dass die Pfanne Temperatur bekommt. Dann machen wir den Beutel auf, braten die schön an, löschen das ab mit unserem schönen Ratatouille. Und dann ist das schon ein herrliches, fertiges Gericht. Schöne Butter, Schaukäserei. Ich bin ein Freund von Butter, ich spare da nicht so gern. Wer weniger mag, das klappt genauso. Ist kein Problem. Bei mir darf es ruhig so ein Stück sein. Wir haben unsere hausgemachten Gnocchis aus der alten Säge. Die schauen so aus, wenn ihr das kauft, vorbereitet. Ich mache das mal auf.
Die sind jetzt wirklich aus dem Kühlschrank raus kalt. Also nicht vorgewärmt, nicht im Wasserbad, nicht vorgekocht. Die könnt ihr prima anbraten. Butter wird leicht, seht ihr das am Rand, leicht braun. Ich schwenke da mal und jetzt gebe ich da unsere schönen Gnocchis rein. Durchtemperatur drauf lassen, dass die ein bisschen Farbe bekommen. Ist überhaupt kein Problem. Im Gegenteil. Jetzt schauen wir, dass die Pfanne schön heiß wird und bleibt. Und wenn das alles schön ein bisschen Farbe genommen hat, vor sich hinknuspert, werden wir das dann ablösen mit dem alten Säge Ratatouille. Boah, habt ihr das Ploppen gehört? Das ist wirklich mega eingekocht für euch. So, schönes Gemüse, schön mit Tomaten, fertig gewürzt, wie gesagt. Am Rande bemerkt, unsere Gnocchi sind vegan. Ohne Ei, ohne Milch, ohne Sahne. Firlefanz, alles nicht drin. Ich habe jetzt Butter dabei. Wer vegan möchte, auch im Übrigen Ratatouille, Gemüse vegan, nimmt einfach Olivenöl jetzt zum Anbraten und kann das genauso zubereiten, wie wir das heute Abend tun. Hat ein schönes veganes Gericht. So, Gnocchis brutzeln, ihr seht es, die nehmen ganz leicht Farbe an schon. Die brauchen aber noch 2, 3, 4 Minuten. Einfach hier, ich habe relativ viel Hitze noch, solange es knuspert. Und ein bisschen so wie hier, wenn fast alles so sind wie hier dieses, ein bisschen Farbe angenommen haben, dann tun wir mal mit Ratatouille ablöschen. Dann sind wir auch schon mit diesem Gericht fertig. Was jetzt wirklich soweit ist, sind diese Wertenkräuter. Und jetzt geht es auch schon bald ans Anrichten. Ich zeige euch, wie kinderleicht die ganze Geschichte geht. Wir nehmen uns die Knödel raus. Seht ihr, die reibt das jetzt nur aus. Ihr könnt auch einen eigenen Topf nehmen dafür, aber dass die Butter jetzt nicht mit der Soße verschwimmt und die Soße ölig macht, nehme ich das jetzt raus. Jetzt nehmen wir unsere Ochsenbacke dazu. So stellt ihr euch das vor, so sieht es aus nach dem Heißmachen. Beutel öffnen, in den Topf oder die Pfanne geben. Das war jetzt eine Viertelstunde im heißen Wasserbad. Das ist prima. Seht ihr das? Innerhalb von Sekunden kocht es auf. Das ist die Sicherheit, das Produkt ist heiß. Ihr seht es jetzt bei der Ochsenbacke im Beispiel schön skaliert in der Scheibe. Ist noch vorhanden, es ist nicht ausgekocht. Das ist der Vorteil im Wasserbad. Und jetzt geben wir das noch mit auf den Teller. Jetzt habe ich euch versprochen, Rotkohl zur Seite gestellt, innerhalb von Sekunden wieder heiß. Das stelle ich jetzt auf, das hat sehr schön gespeichert, bis ich das Fleisch auf dem Teller habe, wird das kochen, verspreche ich euch. Ich richte weiter an. Wunderbar. Ich habe jetzt sogar zu viel Scheiben für eine Portion. Auch das gibt es in der alten Säge. Geizig sind wir nicht. Schöne Soße dabei. Wunderbar. Und jetzt haben wir unseren schönen Rotkohl. Umrühren. Ihr seht, es dampft. Kochen wie Hölle sollte es nicht. Dann setzt es euch an. Ihr habt so braunes Rotkohl und das wollen wir nicht. Und dann tun wir das schön mit anrichten. Und ich würde sagen, jetzt haben wir innerhalb von Minuten ein wunderschönes Gericht gezaubert, das die Familie freut. Wir haben im Topf noch Soße, wir haben im Topf noch Fleisch. Unsere Gnocchis haben jetzt wunderschön Farbe gekriegt. Prima. Sind soweit heiß, fertig. Jetzt machen wir unseren veganen Hauptgang. Ich habe jetzt Butter drin. Fertig. Ich habe jetzt wirklich einen Beutel Gnocchi hergenommen. Das reicht leicht für 2 Personen. Wir haben jetzt eine schön heiße Pfanne. Die Gnocchi haben Farbe. Ich habe jetzt lediglich, ich brauche keine Gewürze, nochmal, lediglich beides gemischt.
schöne heiße Gnocchis. Ich lasse jetzt nur ein bisschen Ratatouille, das dauert nicht lang. Kinderleicht auch keine Farbe annehmen lassen, nur heiß ziehen lassen. Ich habe die Temperatur nicht reduziert. Ich lasse nur, ich rühre jetzt sehr oft drin rum, ja, dass überall die Temperatur reinkommt. Ich sage mal, 2-3 Minuten maximal unterrühren, heiß machen und dann ist das auch schon fertig. Nach Belieben, wer nicht Veganer ist, Käse, Pecorino, alles kompatibel, gern dazugeben. So, und jetzt haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir haben zum einen ein heute Abend fast veganes Gericht, wenn man es mit Olivenöl zubereitet, ein veganes Gericht zubereitet, wirklich in ein paar Minuten. Es ist frisch gekocht, es sind keine Zusatzstoffe drin, es sind keine deklarationspflichtigen Stoffe drin, Allergiker und so weiter. Ihr seht es, die halbe Pfanne ist leer, die halbe ist voll, der Teller ist gut gefüllt. Ist wirklich mega und reichlich. Und die zweite Klappe ist, wir haben noch unseren Kalbsbraten, könnt ihr euch erinnern. Und ihr seht jetzt auch, ich habe die Temperatur komplett weg, aber den Deckel drauf. Dieses Wasser ist noch sehr heiß. So viel Geduld, ihr müsst euch nicht beeilen, so viel Geduld haben wir. Dieser Braten, jetzt sind wir mittlerweile schon 20 oder 25 Minuten unterwegs hier am Abend, ist nicht nur heiß, nicht nur immer noch heiß, sondern sehr heiß. Und den richten wir jetzt an mit unseren schönen Gnocchis. Ein mega Produkt. Ich muss aufpassen, dass ich die Scheibe nicht ziehe. Sag mal, wie zart das ist. Und wie leicht ich das ohne Topf, ohne zusätzlich uns Arbeit zu machen, das auch anrichten kann. Ich mache die Soße mit drauf. Die ist mega heiß. Ich als Koch kann sowas anfassen. Ihr daheim bitte ein bisschen aufpassen. Vielleicht doch noch die Zusatzarbeit in Anspruch nehmen und nochmal ein kleines Töpfchen schmutzig machen. Und jetzt machen wir zu diesem Kalbsbraten unsere wunderbaren hausgemachten Gnocchi als Beilage. Wer da keinen Hunger kriegt, dann weiß ich es auch. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und inspirieren. Ihr habt gesehen, wie einfach es ist, aber bevor jetzt mein Braten kalt wird, zum Wohle, Brüderchen. Zum Wohle. Ein frohes Weihnachtsfest euch allen. Die alte Säge wünscht euch alles Gute und bestellt's, dass die Schwarte kracht. Danke. Ratatouille. Braucht ihr trockene Hände und einen kräftigen Hausmann? Sollst du aufmachen? Säcklich. Das bleibt drin, ich weiß. Boah.